Oh. Nein, Spaß, Leute. Natürlich ist das nicht Sparta, das ist eine Stehlampe hier. Und die ist kaputt, deswegen. Ich hatte die gerade so in der Hand, das ist mir spontan eingefallen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und außer Sparta und der Stehlampe habe ich natürlich noch was für euch dabei. Und zwar etwas, das wir lange nicht hatten, ein Unboxing. Und zwar ein Unboxing von einem technischen Gegenstand. Und zwar genau genommen der Gegenstand, mit dem ihr hier gerade aufgenommen werdet, beziehungsweise mit dem ihr das Video seht. Das Video, das für euch gemacht wurde. So, jetzt eine komplizierte Welt. Und zwar habe ich eine neue Lumix-Kamera gekauft. Denn, ja, wie ihr selber an der Qualität seht, das ist leider nur 720p und das ist auch nicht mehr das allerbeste. Die Kamera ist ungefähr 10, 11 Jahre alt jetzt, mit der ich gerade filme. Ja, dafür macht sie noch wunderbar Arbeit, aber irgendwo sollte man ja langsam aufstocken. Und ja, das Allerwichtigste daran war, dass sie Full HD filmen kann und am besten sogar mehr wie 30 oder 25 FPS. Und das kann sie. Sie kann sogar 4K. Aber das packt mein Rechner dann, glaube ich, nicht. Keiner von beiden Rechnern. Und ja, dann machen wir uns jetzt mal ins Auspacken, gucken, was in dem schönen Ding drin ist. Und ein Zubehör haben wir auch schon gekauft. Und zwei andere Teile habe ich schon bei Amazon bestellt und das sollte theoretisch morgen sogar schon ankommen. Das wäre natürlich perfekt. Aber jetzt mal an den Inhalt dieser schönen Box von der Kamera. So, und los geht's. Wir haben ja einmal noch den schönen Kassenzettel rausgucken. Und das Ding war teuer. 517 Euro mit dem Zubehör. Die Kamera an sich hat 499 Euro gekostet. Und die ist aber die nächsten 10 Jahre alt. Kann man da überhaupt nichts sagen. So. Auf dem Karton haben wir nicht viel draufstehen. Das Kameramodell, eine Digitalkamera und irgendwas auf verschiedene Sprachen und welches Objektiv da drauf ist, dass sie 4K kann. Und es steht quasi auf jeder Seite einfach nochmal drauf. Hier die Artikelnummer, Seriennummer, ERN-Bezeichnung und alle jeglichen Sprachen. Hier unten nochmal, dass die Wi-Fi zertifiziert ist und auch nochmal irgendein Text von Leica an sich. Genau, das war es eigentlich schon von außen. Dann gucken wir doch mal direkt rein, was da Schönes drin ist. Also ich grundsätzlich weiß ich es ja. Oh, da haben wir direkt mal die Inhaltsliste. Da haben wir einmal einen Protect-Filter. Ah ne, optionale Sachen, die sind nicht drin. Okay, ich dachte schon, das ist alles drin. Ja, den haben wir noch gekauft. Das ist einfach nur ein Schutzglas für die Linse vorne. Ein Filter, ein Mikrofon, ein Blitz, ein Mikrofon, ein Akku, ein Ladegerät und ein Dauerstromladegerät. So. Dann schauen wir mal. Einmal nach oben. Fängt das an mit einer CD für Loiloscope? Gute Frage, was das macht. Das ist irgendein Fotostudio, wenn ich das richtig sehe, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Dann hier haben wir ungefähr eine Tonne. So ein Tiger wiegt doch locker eine Tonne. Anleitungen auf alle möglichen Sprachen. Grabbing still pictures from 4K motion pictures. Okay, also wie ich Bilder aus einem Film raushole. Schön, dafür habe ich einen PC. Und die Anleitungen gucken wir dann bei Gelegenheit einfach mal durch. Oder wir schauen gerade mal, wie ausführlich die überhaupt sind, denn hier haben wir gleich die deutsche als oberste. Dann haben wir, gute Frage. Ich sage lieber nicht, welche Sprachen, denn ich weiß es nicht. Ja, vielleicht erkennt ihr es ja. Französisch, glaube ich. Das könnte auch Französisch, ach, keine Ahnung. Hier auf alle möglichen Sprachen auf jeden Fall. Und hier noch eine Anleitung, was die Kamera so an Formaten kann. So, dann weiter geht's. Und zwar machen wir mal auf hier. Uiuiui, das ist aber sehr ordentlich eingepackt. Aber machen wir erstmal die kleine Kamera hier an der Seite. Und zwar haben wir einmal das Original-Ladegerät. Das werden wir auch gleich nach dem Auspacken benutzen, um den Akku zu laden. Das ist dabei, wie bei der alten Kamera auch dich habe. Ich filme gerade übrigens mit der Lumix FZ100. So, hier haben wir die Sonnenblende, das war mir ganz wichtig, dass die dabei ist. Und gerade beim draußen Filmen, Fotografieren ist das Ding sehr wichtig und es ist definitiv größer wie die Kamera, die ich jetzt gerade habe zu benutzen. So,
Dann haben wir hier einen Gurt, den machen wir auf jeden Fall auch dran. Weil gerade wenn man viel unterwegs ist und nicht nur in einer Location, ist es ganz gut, einen Gurt zu haben. Du musst immer, wenn die Kamera eigentlich nicht auf Stativ ist, wäre das eigentlich ganz angeraten. So, mit Lumix-Logo. Zum Verstellen der Länge. Auf beiden Seiten. So, dann haben wir noch dabei einen Akku. Leider immer nur einen. Aber der ist groß und schwer. Schön. Gefällt mir. 1200 mAh. Mal gucken, was er kann. Zwei weitere habe ich bestellt. Dann haben wir die Abdeckung vorne für die Linse. Komm raus. Blöder kann es ja nicht geklebt sein. So, hier einmal, das ist definitiv größer wie das, was ich jetzt habe. Ich kann euch den Deckel mal zeigen, den ich jetzt gerade habe. Der hängt ja hier runter. Das sind 52 mm und der neue sind 62 mm. Deutlicher Unterschied. Zum Zusammendrücken wieder. Hat 10 Jahre gehalten, der letzte ist nicht kaputt gegangen, dann gehe ich davon aus, dass der wieder hält. Und wir haben noch ein schönes Kabel für die direkte Verbindung mit der Kamera und dem PC. Das brauchen wir aber nicht. Das mal eingepackt. Und langsam unten raus kommt noch das Netzkabel. Aber dann nehmen wir auch einfach das neue, nicht das alte. So, Netzkabel, hier zweipolig, Kaltgerätestecker. Und unten drunter kommt da noch was? Nein, da kommt nichts mehr. Aber jetzt haben wir noch das Wichtigste hier drin, die Kamera. Sie ist schön weich eingepackt. Wir tun mal die leere Packung beiseite und schauen uns die Kamera genauer an. Ui, Alter. Oh mein Gott, wenn ihr mal gerade mit Grinsen gerade sehen könntet. Alter Schwede. Ich habe die im Laden jetzt so oft in der Hand gehabt. Und ihr dürft das jetzt live mitsehen, wie ich die auspacke. Geil. Einfach nur geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gott, ist das herrlich. Ja, wir haben wieder, wie mir ganz wichtig war hier, einen klappbaren Bildschirm, drehbaren Bildschirm in alle möglichen Richtungen. Das war mir sehr wichtig, dass ich von allen Richtungen drauf gucken kann. So, dann haben wir oben wieder das typische Funktionrad. Dann hier FN-Knöpfe, das heißt, die können wir frei belegen. Ein WLAN haben wir, das heißt, man kann die Kamera auch über das Handy steuern. Hier haben wir noch einen FN-Knopf. Hier haben wir noch einen FN-Knopf, die kann man frei belegen, wie gesagt. Hier auch noch einen. Hier haben wir das Rädchen zum Scharfstellen, wenn man hier durchschaut, als für Brillenträger. Dann eine Schnelleinstellung für Serienbilder. Und hier, das ist neu für mich. Und zwar kann man hier ein Rädchen drehen, um zu zoomen oder den Fokus scharf stellen manuell. Und das finde ich richtig cool. Das habe ich bei der Kamera immer vermisst, dass man das nur über diesen Ratscher hier oder Hebel hier zoomen kann. Das ist richtig cool, dass es neu dabei ist. Dann haben wir noch wieder einen ausklappbaren Blitz. So. Scheint, denke ich, ganz okay zu sein. Der von der FZ300 ist deutlich kleiner von der Fläche hier. Genau. Leider ist da jetzt noch nichts drauf, da packen wir aber jetzt direkt mal den Deckel drauf, bevor wir die Linse gleich drauf packen. So, nicht, dass da noch irgendwas reinkommt. Genau, so hier unten haben wir das typische Schraubgewinde für ein Stativ. Die Bezeichnung von dem Modell nochmal. Und gesichert die Klappe von SD-Karte und Akku. Und da ist wirklich keine Micro-SD, sondern wirklich eine große SD-Karte drin. Und der ganz klassische Akku. Wir gucken gleich mal, ob da vielleicht noch Strom drauf ist. Und dann können wir die vielleicht mal zusammen noch anmachen, das erste Mal. Und wir schauen. Die Kamera steht auf Off. Wir haben einen schönen Schalthebel. Kamera geht an. Ui. So. Please set the clock. Okay. Moment. Machen wir erstmal ab hier. So, Kamera Inception. Die stellt auch richtig schön schnell scharf. Viel schneller als die alte. Und die geht auch richtig schnell an. Das, Alter. Wie lang diese Kamera, mit der ich gerade filme, immer die SD-Karten laden muss. So, an und please set the language. Machen wir doch direkt mal auf Deutsch. Die Uhr einstellen. Wo haben wir denn mein schönes Handy, um die Uhr einzustellen? Mein Handy ist nicht da.
Das ist fatal. Ich weiß nicht, wo mein Handy ist. Aber wir haben ja noch einen PC hier und sagen wir 14.49 Uhr. Oh, das geht schön schnell. 14 Uhr 50. Und wir haben den 18.05. Oh, ich mach's wieder umständlich. Januar, Mai 2029. Boah. Okay. Ursprungsort einstellen. Okay. So. Jetzt haben wir einfach nur keine Speicherkarte. Sind fertig mit dem Einstellen. Wenn ich jetzt hier hingehe, schaltet das. Jetzt seht ihr unten den Messpunkt, der blinkt so. Jetzt schaltet das um auf den Sucher. Und da seht ihr ein kleines Display drin, das jetzt wahrscheinlich für euch sehr unscharf geschalten ist. Weil die Kamera keinen Bock hat, da scharf zu stellen. So, jetzt gehe ich wieder raus. Und hier seht ihr den Messpunkt, den seht ihr echt nur in der Kamera blinken. Den sehe ich hier nicht blinken. Und dann schaltet es automatisch um. So, das heißt, ich kann aber auch am Display hier auf die Profi-Einstellung umschalten oder auf gar nichts. So, und zwar das hier. Und dann, wenn ihr oben hingeht, geht auch unten wieder das Display aus und ihr seht oben. Und es geht wieder so. Aber ich brauche das nur so. Der Akku ist jetzt auch gleich leer. Genau, und das Wichtige war für mich hier, gleich mal hier beim Filmen schauen, dass wir hier Full HD, aber das ist nur I. Ich brauche Full HD P. So, das brauche ich. Dann die Messmethode mit allen möglichen Punkten. Dann haben wir hier noch ganz cool Mikrofonpegel. Den können wir anzeigen lassen. Und wir können Mikrofon zoomen. Das heißt, wenn weiter weg ist und gezoomt wird, wird das auch lauter. So. Jetzt seht ihr links unten. Wenn ich jetzt rede, dann habt ihr den Ausschlag vom Mikrofon links und rechts. Das heißt Stereo. Und das war mir das Wichtigste. So. Und hier oben seht ihr jetzt AVCHD, F Full HD 50p. Ab sofort gibt's bessere Videos. Sofern die Akkus morgen da sind. Mal sehen, wann die kommen. Ja, das war's von der Kamera. Wir machen die jetzt aus, laden die. Stopp, was ich noch vergessen habe, und zwar den Filter oder das Schutzglas. Das kann nichts Besonderes. Das ist einfach nur 62 mm. Das auf die Kamera vorne drauf passt, das ist aber nur ein rundes, durchsichtiges, transparentes Glas. Das kommt einfach nur hier vorne drauf, um die Originallinse zu schützen, dass die nicht dreckig wird und dass man das einfacher putzen kann, so, dass die einfach sauber bleibt. Und das wird einfach nur da vorne drauf geschraubt und dann muss ich erstmal gucken, wie das hier aufgeht. Ja, das war's und ich verabschiede mich jetzt von euch. Hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.